besteht noch Hoffnung auf den zweiten Stern. Fischverdrunk steht aber vorher an. Ah, okay, verstehe. Kenn ich. Ist im Spiel. Jetzt werden die Fische abgeworfen. Na. Ja, doch, das gesagt, ich verstehe. Ach, L und R. Verstehe die Spielstellung doch nicht. Mach doch. Ich drück das. Ach, Mensch. Ach so. Aha, okay. Fester Rücken. Jetzt verliere ich hier. Noch ein paar Münzen. Nicht Münzen, Punkte. Naja. Oh, Luigi hat gewonnen. Sehr gut. Er rettet. Luigi rettete mein Missgeschick. Sehr gut. Damit führt Team Yoshi immer noch. So, auf, holen wir uns den nächsten Stern. Team Mario ist dran. Luigi ist nah genug am Stern. Holt es hier. Ich nehme den Mario-Würfel. Auf geht's. 9 für jeden. Ach. 11 für Luigi. Alles klar. Ich komme nicht ganz hin. Und da kriege ich doch einen Weg hin, wo das möglich ist. Ich glaube nicht, da reicht mein Wurf nicht ganz. Das wäre gut gewesen, das wäre toll. Ich kann bei Yoshi landen. Nicht so gemeint. Das wäre ein bisschen falsch. Auf die Mütze. Gibt's den Yoshi. Auf dem armen Yoshi wird immer rumgetrampelt. Aber der Luigi holt uns den nächsten Stern. Unseren ersten. Und dann führen wir auch schon. Dann sind wir in Führung. Na, sehr gut. Wenn ich noch einen Würfelpunkt mehr gekriegt hätte. Ja, hätte. Hätte Fahrradkette. Wenn ich schon einen zweiten Stern kriegen könnte, hätten wir haushoch geführt. Tja, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Stern gefangen. Den Hasen. So, und da geht's. Ich wollte schon sagen, Joschinski. Da geht Toadette rüber, dorthin, zum Kamek, zur Kamek-Statue. Ja. Ich werde langsam müde. Man merkt's. Als zweites dran ist Team Yoshi. War heute ein heißer, schwerer Tag. Hitzetag heute. Da tue ich mir am Abend noch sowas an. Ja. So. 6 für Yoshinski und ein paar Punkte weniger für den Wario. Wieder hinauf. Dann wird er wieder von den Kameks im roten Kostüm getragen. Die Kamekomaten. Illuminati. Kamekomati. Ja, so sieht's aus. Zutaten. Aber zackig. Das nächste Minispiel. Ach, das ist bekannt. Jo. Den Tod fressen, mal ein bisschen was an Zutaten zukommen lassen. So, und die eine Todfresse liegt, läuft immer am Weg rum. Salätchen. So, zurück. So, hier. Dahin. Und zwei Tomaten. Ich habe gerade auf Luigi geschaut, was er macht. Jo. 1:1 steht's. Salat und Basson. Salat. Luigi, hol Salat. So, einen Salat brauchen wir noch.
So, ich warte jetzt mal beim nächsten. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, da muss Tomate drauf. Hier, Bacon und Salat. Luigi, lass das. Luigi, lass das. Er wäre fast schneller als ich gewesen, aber ja. Bacon, du die Tomaten. Bacon. Haben wir nicht mehr geschafft. 3-3. Unentschieden. Ach du Schande. Kriegt jetzt keiner was oder beide? Na, da kriegen beide was. Na gut. So führen wir immer noch wegen den Münzen. Übrige Runden 3. Jo, da ist doch ein Ende in Sicht. Aufgepasst, es sind nur noch 3 Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf den aktuellen Platzierung. Team Mario ist in Führung. Team Mario hat sich bisher noch gar keine Blöße gegeben. Welches Team wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Der tippt doch eh immer auf den Verlierer. Aber gut. Hier ist er. Darf ich um Applaus bitten? Ein Lucky Two. Ich bin's, Lucky Two. Hallo. Team Yoshi wird die Partie nach einem Rückstand drehen. Ich bin mir dessen wahrscheinlich ja ziemlich sicher. Na, dann gib denen doch den Bonus. Werden sie nicht gewinnen, dafür werde ich sorgen. Dafür würde ich aber ordentlich sorgen. Dass Team Yoshi den Sieg nicht erhält. Das kann die Party entscheiden. Es arbeitet gut zusammen. Ja, wenn Luigi jetzt mal ein bisschen besser mitmacht zum ersten Teil des Spiels, dann könnte das mal klappen. Aber jetzt führen wir ja momentan, jetzt gibt es momentan noch keinen Grund zu meckern. Die Ultra-Pechfelder. Oh, wie gruselig. Ich habe Angst. Ich fürchte mich. Rosalina kommt als Verbündete dazu. Jo, Mario. Mario Time. Genau. Die haben ihren Bonus, ja, von mir aus. Ich krieg eine gute Würfelzahl. Jo, ganz genau. Eine 7. Habe ich damals bei Mensch, ärgere dich nicht auf dem Brettfeld, ein Brettspiel, auch immer gespielt. Habe ich auch immer eine 7 gewürfelt. Wo ist denn jetzt der Stern? Ach, der ist da oben. Da muss jetzt hier wieder drauf. Kriegen wir das am dümmsten hin? Kriegen wir gar nicht hin, wie es ausschaut. Und Mario hat vorhin so eine Schleife gemacht. Da bleibt einer übrig. Tja, und weiter weg kann man nicht sein. Versuchen wir es mal so. Da lösen wir was Spannendes aus. Da haben wir was zu gucken. Na, was gibt's hier? Besonders eigenes. Willkommen, hier gibt es tolles Zeug. Die Goldröhre teleportiere dich in die Nähe des Sterns. 30 Münzen sind wir wieder auf Platz 2, aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Die kaufe ich mir. Jetzt sind wir runtergestuft worden. Vielleicht kriegt ja Luigi wieder ein paar Münzen rein. Oder Team Yoshi verliert wieder. Mal schauen. Aber wir haben jetzt einen Bonus. Da kommen wir zum nächsten Stern. Holen wir uns den nächsten. Ist ein bisschen geschummelt, aber ja. Ein Kampf gegen Luigi, gegen Wario. Kampf gegen Wario. Und gegen Luigi, gegen. Ah, ich bin schon so kaputt. Ihr merkt's. Team Yoshi gegen Team Yoshi. Kann man auch mal ein bisschen tricksen. Nicht schon mal tricksen. Da bestehe ich drauf. Die Illuminatis. Illuminati Kamex. So sieht's aus. Minispiel.
Und griff nach den Sternen. Nein, nicht den Faden verlieren. Ach, das hatten wir doch schon. Nochmal. Da wiederholt sich das Minispiel. Start! Uha, uha. Achso, hier, ich bleib mal hier stehen. Nee, das wird nichts. So, hier lang, da lang. Nein, was denn? Das verhindern wir uns ganz. So, hier unten, da. Das war wohl nichts. Uha. So, ich da runter. Und da. So, nice. So, hier das W wieder. So. Das W darf nicht für Wario stehen. Na komm. Sehr gut. Mir läuft hier der Schweiß den Rücken runter. Ist es die Anstrengung, hier mit Luigi zusammenzuarbeiten, oder? Ja, jetzt habe ich mich selbst verfädelt. Das wird nix. Na, hier runter und da hoch. Oh je. Ist es die Anstrengung, mit Luigi zu arbeiten? Oder ist es das Wetter? Das heiße. Ja, jetzt komme ich gar nicht mehr zurecht. Hier hoch, hier runter. Sehr gut. Nice. Haben wir doch noch geruckt. Aber sehr knapp. Team Mario hat knapp gewonnen. Yes. It's me, Mario. Und weiter geht's in Runde. Habe ich nicht mehr im Kopf. Wir sind immer noch unverändert. Platz 1. Runde 8. Nein, Runde 9. Die vorletzte. Items, da nutze ich doch gleich mal den Kapselball, Kapselcoupon. Aha. Nein, ich nehme die Goldröhre und teleportiere mich zum Stern hin. So muss das. Den kaufe ich mir gleich 2. Habe ich noch genug Münzen? Ach so, jetzt muss ich auch noch würfeln. Ach du Heiliger. So gut ist das doch nicht. Dann nehme ich doch lieber den hier, den normalen Würfel. Ein Todstipp. Das Spielbrett ist in 2 Hauptebenen unterteilt. Ja, ist klar. Ja, die Tür habe ich jetzt nicht gelesen, was das bringt, aber ich bin doch schon da. Darf ich jetzt mal würfeln? Würfeln. Ach so, ich habe doch Spielbrett gedrückt. Oh nein, jetzt stehe ich hier vor dem. Das verkacke ich doch wieder. Nimm möglichst deine Zahl eine 1. Luigi hat die 1. Eine 6. Ach du heilige Scheiße. Was soll ich dann hier? Was soll ich mit der 6 anfangen? Es wird doch nichts. Mama mia. Jetzt verschenke ich doch nicht die gute Röhre, die gute Goldröhre. Ach du Schande. Jetzt bin ich am Schwitzen. Eine 7 hätte es gebracht. Und man kann halt nicht alles haben. Sich hin teleportieren und vielleicht so weit wie möglich weg. Machen wir das Beste draus. Aktivieren wir mal das dort, das Ding. Wird spannend. Besonders eigenes. Aha. Da habe ich einen Coupon für. Das bringt mir jetzt was genau? Aha. Was da drin? Ein Stern. Aha. Und gleich noch ein Stern und noch ein Stern. Ein Bonusstern. Ach du. Das ist ja super. So kann man es auch machen. 2 zu 1.
Team Mario führt. Und wenn ich jetzt in der nächsten Runde da gleich hinrenne und mir die 2 Sterne auf einmal hole, dann sind wir nicht mehr zu schlagen durch Team Yoshi. In der letzten Runde. Nächste Runde ist letzte Runde. Ja, ich glaube, Luigi wird nicht mehr bis hoch kommen. Da muss ich mich mal anstrengen. Oh, was macht der Schlüssel? Das ist eine interessante Frage. Und wurde bestimmt erklärt. Und dann die Bonussterne, die können dann immer noch ein bisschen was rütteln. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt noch 2 Sterne kriege, habe ich so einen enormen Vorsprung. Haben wir so einen enormen Vorsprung. Da kann Team Yoshi eigentlich nicht mehr viel. Es sei denn, das hier passiert. Was zum Henker? Was zum Henker ist da? Was zum Geier ist da gerade passiert? Hat sich Yoshi gerade 2 Sterne? Holt sich Yoshi gerade 2 Sterne auf einmal? Holt sich Yoshi gerade die 2 Sterne? Oder nur einen? Nur einen, oder? Für den zweiten nicht, wie das geht. Ich wollte gerade meinen Glauben an die Menschheit verlieren. Also an den Computer verlieren. Ich wollte gerade den Controller in die Ecke schmeißen und das Spiel in einem Rage Quit beenden. Trotzdem, was ist da gerade passiert? Der stand am anderen Ende des Spielbretts. Ach du heilige Scheiße. Aber wir haben einen Stern bei dem Automaten bekommen. Und die Goldröhre verschenkt. Mit dem Ticket werden wir vielleicht auch zum Automaten kommen. Was zum Henker? Ich bin zu müde für diese Scheiße. Ach so, Fotobombe. Alles klar. Schockt von ihm. Was zum Henker? So, da ist der Koopa. Geht weg, geht weg, geht weg. Jau, volle Röhre. Hat aber Luigi rausgeschubst. Haut mir ab. Ha, fast alleine. Da kommt er. Weg mit euch. Oh. Da bin ich nicht zu sehen. Das hat mich verkackt. Weg mit euch. Haut mir ab. Ja, verdammt. Okay, doch. 3 Punkte. Da war ich nach vorne genug. Nein. Nur 2 Punkte. Du bist zu weit raus. Ich bleib mal einfach hier stehen. Ach du Kacke. Ah doch. 3. Hat's gebracht. Da kommt er. Weg, mein Platz. Sehr nice. Nein, nee, nur 2. Trotzdem führe ich. Ja, nice. Geh von an. Team Mario gewinnt. Mario gewinnt. Letztes Minispiel oder vorletztes? Das ist hier die Frage. Eine Runde 10 ist das, glaube ich, jetzt. Team Mario führt noch. Ja, holla. Ich glaube, in der letzten Runde kommen wir jetzt nicht mehr so zum Stern. Es sei denn, Luigi, wo ist der? Wo steht der so rum? Jetzt habe ich beide Items eingesammelt, eingesetzt. Alter, was war das für ein Mist gerade eben? Ist heute hier mega spannend. Da läuft die Brühe, das kommt aber da rum. So, Luigi, was zum Henker machst du da unten? Im Kreis laufen. Das macht er. Okay, letzte Runde. Können wir nur hoffen, dass die beiden jetzt nicht wieder bis halbe Spielfeld rennen. Ach, der hat die Verbündeten, die ihm hier wieder 100 Punkte geben. Der rennt gleich übers halbe Spielfeld. Der
Yoshi. Ist auch grün, der Luigi, aber das ist Yoshi. Ein bisschen Geld zahlen. Ja, das bringt ihn weiter runter in der Rangliste. Eine Münze reicht nicht, um zu gewinnen. Gut, zwei. Oha! Ach, nein, nichts da. Lass bleiben. Letztes Minispiel. Ich hoffe, der darf seine goldene Röhre nicht mehr einsetzen. Runterfall rundet. Bringt ihm ja eh nichts, dann wird er nur in die Nähe gebracht. Diese Items. Okay, kenne ich, ist mir bekannt. Letzter Minispiel. Gewinnen wir dieses letzte Minispiel. So, weg da. Ah, Sicherheit. Luigi ist weg. Ach je. Na. Oh, das war knapp. Aber gerade so. Die zwei Verbündeten stehen noch. Oha. Ein großes Feld. Der Verbündete steht noch. Zum Yoshi Event. Das Minispiel. Das bringt Münzen. Ja, diese verdammte Verbündete. Klingt natürlich bei diesem Minispiel, wenn du Verbündete hast. Hast du mehr, die auf dem Spielfeld stehen. So, die Siegerehrung. Na, dann hoffen wir mal auf die Bonussterne, dass die uns nicht die Show stehlen. Dieses extravagante letzte Abenteuer ist hiermit abgeschlossen. Was für ein sternreiches Finale das doch war. Wer hat denn nun gewonnen? Ich selbst bin auch schon ganz gespannt. Ach, dann gehen wir hier nochmal durch, wer welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Ist ja nicht so, als hätten wir das schon etliche Male gehört. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Verbündetenbonus. Im Ernst? Ja, der geht natürlich an mich, oder was? Was? Luigi? Okay. War es nicht Team Yoshi, die diese Kette um sich geführt haben? Okay, von mir aus, soll mir recht sein. Stampfbonus. Damit führen wir jetzt momentan. Stampfbonus an mich. Sein Yoshi. Das sieht nach Gleichstand aus. 3-3. Wer hat gewonnen? Unentschieden? Team Mario, ach so wegen der Münzen. Ah, super. Team Münzen haben es mal wieder entschieden. Glückwunsch. Ja, okay. Ja. Sieger Team Mario. Ja, ich kann mich da jetzt gerade nicht wirklich freuen drüber. 3-3, nur die paar Münzen. Ja. Ja. Alles klar. Da haben wir die Partie mal wieder geschafft. Da sage ich mal, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und nicht den nächsten Part verpassen wollt. Das nächste Video auf meinem Kanal. Man sieht sich. Haut rein. Ja. Ciao, ciao. Da gibt es noch ein paar Partypunkte. Du hast alle Spielbretter der Partnerparty abgeschlossen. Was für eine perfekte Zusammenarbeit. Alles daran zu setzen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, beweist wahre Freundschaft. Diesen noblen Geist würdige ich mit dem Freundschaftsjuwel. Das Freundschaftsjuwel. Alles klar, ein weiteres Juwel. Da waren es nur zwei. Noch zwei Juwelen. Dann hast du alle schon mehr als die Hälfte. Auwei. Was kann denn da noch anstehen? Bravo, das war fantastisch. Vertrackte Kapseln geschafft.
Freundschaft zu mir. Na, ordentlich. Dann schauen wir mal im nächsten Part, wie es weitergeht. Hier in Super Mario Party. Mit dem zweiten Forst. Bis dann und ciao.